Schön, dass Sie dabei sind, meine Damen und Herren. Wobei wir uns nicht ganz sicher waren, sage ich Ihnen ehrlich, ob man diese Woche überhaupt senden soll. Denn ja, die Schnittmenge aus Nachrichtenlage und Comedy geht aktuell natürlich gegen Null. Immerhin, einiges macht noch ein bisschen Hoffnung. Zum Beispiel, wie sich fast die ganze Welt mit der Ukraine gegen Putin solidarisiert. Ja, also jetzt mal abgesehen von bedeutungslosen Zwergstaaten wie Eritrea oder China. Die Schweiz friert jetzt das Vermögen von Putins Oligarchen ein. Die Schweiz, die war sogar im Zweiten Weltkrieg neutral. In der UN-Vollversammlung haben gerade 141 Staaten Putins Krieg verurteilt. Was zugegebenermaßen den Ukrainern in ihrem verzweifelten Kampf nicht direkt hilft, aber ja, es ist wenigstens ein Signal an diese wirklich unfassbar tapferen Menschen. Hier blockiert eine Gruppe ukrainischer Männer ihre Dorfstraße, auf der ein russischer Panzer auf sie zurollt. Und tatsächlich, der Panzer hat anscheinend gedreht. Immer wieder versuchen offenbar ukrainische Zivilisten, russische Militärfahrzeuge aufzuhalten. Hier wird jetzt kein Bier mehr abgefüllt, stattdessen werden Molotow-Cocktails gebaut. Auf einem der Etiketten steht Putin, der Pimmel. Let those Russian shits come here, she says. We are ready to greet them. Alter, Molotow-Cocktails. Meine Oma hat Kohlrouladen gemacht, wenn Besuch kam. Aber den hatte sie meistens auch eingeladen. Das ist der Unterschied. Ukrainer, mehr Badass geht gar nicht. Klar, viel spricht leider dafür, dass die am Ende keine Chance haben gegen Putins riesige Militärmaschine. Auf eine Art hat die Botox-Fresse mit dem Großmachtkomplex trotzdem schon verloren. Das Stigma dieses brutalen Überfalls auf ein friedliches Nachbarland wird er nie wieder los. Egal, wie das Ganze ausgeht. Und im Fernduell mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj, da zieht er sowieso den Kürzeren. Der hält eisern die Stellung und haut wirklich nur noch Sätze für die Ewigkeit raus. Ein Angebot der Amerikaner, ihn in Sicherheit zu bringen, hat Selenskyj angeblich mit den Worten abgelehnt. Er brauche Munition, keine Mitfahrgelegenheit. Wow, wirklich wow. Auch ihn hat Wladimir Putin offenbar sträflich unterschätzt. Ausgerechnet ein gelernter Komiker zeigt der Welt mal eben, wie Mut geht. Während der Kriegsverbrecher Putin darauf beharrt, die Ukraine zu befreien. Obwohl seine Raketen in dicht besiedelte Städte fliegen. Wovon genau werden die Ukrainer so befreit, Herr Putin? Von ihren Häusern? Der beschießt Atomkraftwerke. Angeblich ist er ja inzwischen völlig isoliert und trifft nur noch eine Handvoll Hofschranzen und Ja-Sager. Wie hier, als er an einem seiner Riesentische zwei Generälen erklärt, sie müssten jetzt die Atomstreitkräfte in Alarmbereitschaft versetzen. Und selbst die gucken, als hätte der Chef inzwischen nicht mehr alle Raketen im Silo. Ja. Ist Putin noch ganz dicht? Das ist gerade sowas wie die Frage aller Fragen. Ich meine, klar, im Lockdown sind ja viele verrückt geworden. Nena, der Wendler, warum nicht der Wladimir? Das ist ein alter, gekränkter, skrupelloser Mann. Dieses irrationale Handeln eines verrückten neuen Führers. Gibt es da noch Fragmente von Rationalität? Immer wieder kommt es zu ungewöhnlichen Wutausbrüchen. Hat bei vielen die Frage aufgeworfen, ob der russische Präsident überhaupt noch bei Sinnen ist. Dazu müsste man in Putins Kopf reingucken und ehrlicherweise, da möchte ich gar nicht reingucken. Nee, ich auch nicht. Ehrlich gesagt, eine ziemlich müßige Diskussion. Entweder ist er ein Psychopath mit Atomwaffen, ganz blöde Kombination, oder ein landhungriger Despot mit Atomwaffen. Beides nicht gut. Was allerdings für die Plemplem-Theorie spricht, Putin hatte wohl ernsthaft erwartet, die Ukrainer würden seine Soldaten mit Blumen und Schnittchen empfangen. Ein schneller Sieg war fest eingeplant und das kann man leicht erklären, denn Putin ist es gewohnt, dass man ihn gewinnen lässt. Sein Team Legenden des Eishockey gewann das Spiel anschließend 14-7. Dabei schoss Putin selbst 8 Tore, laut Kreml-Angaben sogar 9. Die Verteidigungsarbeit seiner Gegenspieler war allerdings auch durchaus übersichtlich, wie in der Wiederholung unschwer zu erkennen. Ja, ich würde auch jeden Puck durchlassen, wenn ich sonst im Arbeitslager lande. Und deshalb ganz wichtig, liebe Eltern, ihr Kind nie beim UNO-Spielen gewinnen lassen, sonst wird er später Diktator. Derweil läuft die Propagandamaschine natürlich auf Hochtouren. Der Krieg darf zum Beispiel in russischen Medien gar nicht Krieg genannt werden. Es handelt sich um eine Spezialoperation zur Friedenssicherung. Logisch. Ach ja, und die gewählte Regierung in Kiew ist ein Marionettenregime der USA, bestehend aus, Zitat Putin, Drogensüchtigen und Nazis. Ernsthaft? Wer glaubt sowas?
Das ist gar kein Krieg, das ist eine Sondermilitäroperation gegen Nazis, die die Macht in der Ukraine ergriffen haben. Aber der Präsident ist Jude, wie kann er gleichzeitig Nazi sein? Wir leben in erstaunlichen Zeiten. Ja, Nazi-Juden, was es nicht alles gibt, ne? Übrigens, und das kann man gar nicht oft genug sagen, Russen nicht gleich Putin. Immer mehr fallen auf seine Lügen eben nicht mehr rein, schämen sich für den Krieg oder lassen sich sogar bei Demos verhaften. Auch deren Mut macht Hoffnung in diesen düsteren Tagen. Und noch was schier, ja, Unfassbares ist gerade passiert, meine Damen und Herren. Haben Sie das eigentlich mitgekriegt? Europa hat sich schnell auf was geeinigt. Ja, Hammer. Die Europäische Union, die seit 2015 ununterbrochen über das Thema Flüchtlinge streitet, hat sich innerhalb von Tagen beim Thema Flüchtlinge geeinigt. Ja. Diesmal stimmt scheinbar der Kulturkreis. Ist schade. Ist so schade, dass erst einer mit Atomkrieg drohen muss, damit Brüssel mal aus dem Quark kommt, oder? Ja. Auch in Sachen Sanktionen. 7 russische Banken werden vom Zahlungssystem SWIFT ausgeschlossen. Sehr gut. Okay, wir kaufen weiter russisches Gas und finanzieren damit immer noch Putins Krieg, aber hey, dafür darf Russland nicht mehr beim Eurovision Song Contest mitmachen. Ist das eigentlich eine Strafe? Wir Deutschen müssen uns dabei plötzlich mit hässlichen Themen wie Rüstung oder Abschreckung beschäftigen. Weil wir davon aber gar keine Ahnung haben, sitzt jetzt in jeder Sondersendung zur Ukraine, achten Sie bitte mal drauf, immer ein pensionierter deutscher General. Ja, immer. Also nie ein Aktiver, immer nur Pensionierte. Egal, wo du rein, selbst rüstige Senioren erklären das Kriegshandwerk. Ehrlich, ich wusste gar nicht, dass wir so viele Rentner im Generalsrang haben. Wahnsinn. Aber gut, wenn alle das machen, haben wir als Mainstream-Sendung ab sofort natürlich auch immer einen im Studio sitzen. Das ist ja klar. Hallo. Putins Angriff verläuft zangenförmig über 3 Hauptstoßrichtungen. Er ist aber offensichtlich überrascht von der Resilienz des Gegners. Er zielt wenig Raumgewinne und macht taktische Fehler, vor allem auf der operativen Ebene. Und das bedeutet? Weiß ich nicht. Darf ich jetzt wieder ins Heim? Die schließt um Mitternacht die Tür ab. Nein. Tatsächlich, meine Damen und Herren, erleben wir eine historische Zäsur. Letzten Sonntag von Olaf Scholz im Bundestag verkündet. Deutschland liefert jetzt doch Waffen in die Ukraine, gibt demnächst mehr als 2% vom Bruttoinlandsprodukt für Verteidigung aus und die Bundeswehr kriegt noch 100 Milliarden on top geschenkt. Ha, wo hat der Scholz denn die Kohle plötzlich aufgetrieben? Das sind Detailfragen. Entscheidend ist, eine neue Zeit bricht an. Kurz und knapp erklärt von Gernot Hassknecht. Gernot Hassknecht erklärt Deutschlands neueste 180-Grad-Kehrtwende in weniger als 180 Sekunden. Guck mal an, plötzlich zaubert der große Scholzini 100 Milliarden aus dem Hut. Warum genau 100? Kann keiner erklären. Ist einfach eine coole Zahl. Und jetzt raten Sie doch mal, wer von dieser Summe erst in Olafs Rede am Sonntag erfahren hat? Na, wer? Die Grünen. Die Grünen. Lindner war eingeweiht, Fritze Merz wohl auch. Der Hausmeister vom Bundestag, nur den Grünen hat's keiner erzählt. Klar, jeder wünscht sich zur Abwechslung mal eine Bundeswehr mit fliegenden Flugzeugen und schwimmenden Schiffen. Trotzdem kurze Frage. Sollte man die Bundeswehr, also die effektivste deutsche Geldverbrennungsmaschine, nicht erst mal reformieren, bevor man ihr frisches Geld zum Verbrennen gibt? Aktueller Wehretat knapp 50 Milliarden. Und dafür kriegt man dann sowas hier. Flugzeuge der Bundeswehr haben in den vergangenen 20 Jahren mehrere hundert Mal während des Flugs Teile verloren. Super. Dann können Sie ja jetzt für 100 Milliarden neue Schrauben zum Runterschmeißen kaufen. Aber wie gesagt, es sei Ihnen gegönnt. 100 Milliarden sogenanntes Sondervermögen. Klingt einfach geiler als Schulden. Mit unseren neuen Spendierhosen müssen wir dann aber auch die ganzen anderen Baustellen angehen. Digitalisierung, Bildung oder, und jetzt fange ich wirklich an zu träumen, funktionierende Schultoiletten, von denen man ohne Cholera wieder zurückkommt.
Für gut 1 Milliarde, also gerade mal ein verficktes Hundertstel vom Bundeswehr-Sondervermögen, könnten wir allen deutschen Schulen für den Pandemieherbst Luftfilter schenken. Was ich damit sagen will? Geldern auf! Jetzt geht's los! Für die FDP kann ich sagen, dass wir die Schuldenbremse im nächsten Jahr einhalten. Ach so, nächstes Jahr gibt's nichts mehr. Verstehe. Dann gehe ich mal lieber sofort zur Sparkasse und hol mir mein Sondervermögen für Koks und Nutten. Tschüss! Gernot Hassknecht. Ja, immer diese Extreme. Jahrelang waren wir viel zu naiv gegenüber Putin. Jetzt stürzen wir uns quasi nahtlos in eine neue Rüstungsspirale. Deutschland will also viel mehr für die Bundeswehr ausgeben. Das hat der Kanzler persönlich versprochen. Wir haben es gerade gehört. Bundeswehr ist noch ein Begriff, oder? Das sind die Typen, die in den letzten 2 Jahren hauptsächlich fürs Gesundheitsamt die Rachenabstriche gemacht haben. Er hat mir ursprünglich mal für was ganz anderes angeschafft und dann irgendwie das Interesse verloren. Jetzt ist es wieder erwacht, und zwar in Gestalt von 100 Milliarden. Die Bundeswehr soll jetzt 100 Milliarden zusätzliches Geld bekommen. Woher kommt denn das Geld? Das kommt von Ihnen. Was? Erfrischend ehrlich und wahr. Staatsschulden gehören immer allen, da ist der Staat durchaus großzügig. Zur Wahrheit gehört, die Bundeswehr wurde wohl über Jahre tatsächlich kaputt gespart. Und zwar wie immer an der falschen Stelle. Ich gebe Ihnen nur mal ein paar Beispiele. Die deutsche Flugabwehr, ich dachte, die wäre wichtig, die Flugabwehr haben sie als Truppengattung 2012 praktisch abgeschafft. Die Marineflieger de facto aufgelöst. Es fehlt ohne Ende Munition und sonstige Ausrüstung, weshalb wir, wenn die NATO, wie gerade ihre Ostflanke stärkt, gerade mal 100 Mann in die Slowakei schicken können. Eine Kompanie, mehr geht nicht. Da drängt sich eine unbequeme Frage auf. Es will ja keiner hoffen, und es steht aktuell natürlich auch nicht zur Debatte, dass tatsächlich die Bundeswehr dieses Land, Deutschland, verteidigen muss. Wäre sie dazu in der Lage aktuell? Nein. Ja, prima. Hätten wir das auch geklärt. Laut Grundgesetz haben wir die Bundeswehr eigentlich überhaupt nur für Landesverteidigung. Und ausgerechnet das kann sie nicht. Aktuell mieten die Hubschrauber vom ADAC, damit ihre Piloten auf ihre Flugstunden kommen. Der Bundeswehr fehlt warme Unterwäsche, um Himmels Willen. Viele Soldaten tragen bei Übungen wie dieser ihre eigenen Wintersachen. Auch das Walkie-Talkie ist privat. Das einzige Funkgerät ist seit Monaten kaputt. Natürlich. Das kann doch alles bitte nicht mehr wahr sein, Freunde. Weißt du was? Ich rufe jetzt mal selber im Verteidigungsministerium an und beschwere mich. Gibt's doch gar nicht. Hallo? Frau Lamprecht? Oh, schon wieder kein Netz. Die Bundeswehr lässt zurzeit in Frankreich analoge Funkgeräte aus den 80ern nachbauen. Das ist jetzt ausdrücklich kein Witz. 600 Millionen Euro für veraltete Funktechnik, weil unsere Truppe mit der Digitalisierung nicht hinterherkommt. Ja, aber so läuft das halt beim Bund. Ne? Alles kommt später, wird dafür aber viel teurer. Als Olaf Scholz die 100 Milliarden verkündet hat, ist der Aktienkurs des Rüstungskonzerns Rheinmetall übrigens direkt um 40% nach oben geschossen. Hier, weltexklusive Aufnahmen direkt aus dem Rheinmetall-Aufsichtsrat während der Scholz-Rede. Ja, ich glaube, die fanden es gut, oder? Ach komm, wenn man es einem gönnt, dann denen. Das eigentliche Problem der Bundeswehr ist nicht Geldmangel, sondern eine Behörde. Das Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr in Koblenz. Also unser Beschaffungsamt, wirklich sowas wie die Mutter aller Bürokratie-Albträume. Ausschreibungen dauern viel zu lange, man lässt sich regelmäßig von der Industrie über den Tisch ziehen. Hunderte Dienststellen sind bei denen unbesetzt. Seit 7 Jahren versuchen sie zum Beispiel, rechtssicher ein neues Sturmgewehr zu bestellen. Klappt aber nicht. Heißt, im Ernstfall käme wieder das G36 zum Einsatz. Eine Knarre aus den frühen 90ern. Mein Gott. Ja, vielleicht sollte man die Koblenzer Bude einfach ganz zusperren und alles nur noch bei Amazon bestellen. Unsere Soldatinnen und Soldaten erwarten jedenfalls völlig zu Recht, dass dieser Staat ihnen den Rücken stärkt, dass sie eine Regierung haben, die ihnen mehr gibt als nur sonntags ein paar Wartewurme. Ganz genau. Genug der Wartewurme. Jetzt müssen endlich mal Fahrten tolgen. So sieht's doch aus. Kleiner Funfact: Unter Annegret Kramp-Karrenbauer und Ursula von der Leyen hat das angeblich so klamme Verteidigungsministerium unfassbar viel Geld für externe Berater ausgegeben.
Und zwar fast so viel wie alle anderen deutschen Ministerien zusammengerechnet. Und dann kommt sowas dabei raus? Ist doch absurd. Kennen Sie das auch? Ihre kaputte Bundeswehr wird von einem Haufen windiger Berater auf Vordermann gebracht. Und Sie haben null Ahnung, was die Typen machen für den Arsch voll Geld? Ich habe null Ahnung, was die Typen machen für den Arsch voll Geld. Aha, dann buchen Sie jetzt unser Anti-Consulting-Consulting. Eine ganze Armada von weiteren BWL-Schmierlappen berät Sie, wie Sie schon ganz bald mit viel weniger Beratern auskommen. Für ein paar hundert Millionen Euro garantieren wir komplett sinnlose PowerPoint-Präsentationen, die absolut nichts bedeuten und unbequeme Wahrheiten, die Ihnen noch keiner gesagt hat. Jetzt weiß ich, wo das ganze Geld geblieben ist. Sie haben viel zu viele Berater. Ach so. Hier meine Rechnung. Das Anti-Consulting-Consulting. Unsere Berater beraten Sie gerne, ob die Beratung gegen zu viel Beratung für Sie in Frage kommt. Ja, guter Rat ist halt teuer und schlechter eben auch, wie wir beim Bund lernen. Aber jetzt wird alles gut, denn die Bundeswehr kriegt frisches Geld und sogar über eine Rückkehr der Wehrpflicht bzw. der allgemeinen Dienstpflicht wird diskutiert. Übrigens exakt 40 Jahre nach Nicoles Grand Prix-Sieg mit Ein bisschen Frieden. Schlimmes Lied, wichtiger Text. Und am Tag des deutschen ESC-Vorentscheids schalten wir deshalb mal kurz live rüber in die Ralf-Siegel-Mehrzweckhalle in Köln-Porz zum Kollegen Friedemann Weise. Genau, 40 Jahre Ein bisschen Frieden. Und leider so aktuell wie lang nicht mehr. In dem Song geht es ja um die Angst vor einem Atomkrieg. Eine Angst, die jetzt plötzlich zurück ist. Das Komische ist, damals haben die Leute ganz andere Konsequenzen gefordert. Abrüstung zum Beispiel. Unfassbar. Frieden schaffen ohne Waffen, haben die Grünen gefordert. Heute wäre das bei denen Grund für einen Rausschmiss. Zeitenwandel. 100 Milliarden Sondervermögen. Ich habe das mal ausgerechnet. Das ist für jeden Soldaten über eine halbe Million Euro. Am besten direkt als Zalando-Gutschein. Dafür sollte man schon ein paar warme Socken kriegen. Und jetzt kommt vielleicht dann noch die Wehrpflicht zurück. Kennen die jungen Leute gar nicht mehr. Früher mussten alle Männer mit 18 zur Musterung. Da musste man dann die Hose ausziehen und ein fremder Mann hat dir ohne zu fragen an die Hoden gefasst und gesagt, husten Sie mal. Heute unvorstellbar. Ohne Maske. Ich glaube, wegen dieser Hodenübung gab es damals auch noch keine Frauen bei der Truppe. Was sollten die stattdessen machen? Niesen Sie mal? Ich selbst habe natürlich den Wehrdienst verweigert und dachte, damit gehöre ich automatisch zu den Guten. Kann man heute keinem mehr erzählen. Aber immerhin habe ich als Zivi gelernt, Gitarre zu spielen. Wenn auch nur zum Playback. Wir waren viel zu lange, viel zu naiv. Wir wollten den Frieden, aber ohne den Krieg. Wir glaubten an Worte, aber nicht an Beschuss. Doch damit ist jetzt endlich Schluss. Die Rüstungskonzerne haben wir kritisiert. Doch unsere Meinung jetzt revidiert. Stell dir vor, es ist Krieg und kein Panzer ist da. Darum fordern wir mehr Etat. Ein bisschen mehr Geld für warme Mützen, für die Soldaten, die uns beschützen. Ein bisschen mehr Geld für Munitionen und smarte Waffen an unseren Drohnen. Ein bisschen mehr Geld, 100 Milliarden, das können wir doch dann beim Klima sparen. Was bringt uns Windkraft, wenn wir bedroht sind? Wer soll noch gendern? Wenn alle tot sind, 100 Milliarden, 1000 Milliarden und eine Wehrpflicht ab 7 Jahren. Raketenwerfer und Handgranaten für alle Menschen, das wünsche ich mir. Singt mit mir ein kleines Lied für die Industrie. Ein bisschen Friedemann Weise. Doch genug von der bald reichen Bundeswehr. Reden wir mal über Menschen, denen es gerade nicht so gut geht.
über Gerd Schröder zum Beispiel. Ja, der hat zwar gerade den Einmarsch in die Ukraine bei LinkedIn, sagen wir mal, kritisiert, ohne allerdings seinen Kumpel Putin zu erwähnen. Könnte mit den rund 800.000 Euro zu tun haben, die er jedes Jahr in diversen Aufsichtsgremien russischer Staatskonzerne verdient. Ist aber nur eine Theorie. Denn ich meine, klar, sonst hat er ja nur die Ex-Kanzlerrente. Ein Büro, eine Handvoll Mitarbeiter. Wie viel hat er da? Altkanzler Schröder verliert laut Medienberichten alle 4 Mitarbeiter in seinem Bundestagsbüro, darunter auch seinen langjährigen Redenschreiber und Büroleiter. Oh, sämtliche Mitarbeiter in Schröders Büro haben gerade gekündigt. In den Sack gehauen vor lauter Fremdscham. Jetzt muss das zuständige Kanzleramt neu auftreiben und bezahlen von unserem Geld. Borussia Dortmund hat ihm die Ehrenmitgliedschaft entzogen. Und auch die SPD quält nur noch eine Frage. Wohin mit Opa? Der Parteivorsitzende Lars Klingbeil distanziert sich öffentlich und sehr deutlich. Olaf Scholz sagt, ich kenne den Mann gar nicht. Und all das perlt scheinbar komplett ab am Gerd. Ganz Deutschland fragt sich, wie bringt man diesen geldgeilen Mann dazu, seine Posten in Putins Aufsichtsräten zu kündigen? Ganz einfach, mit noch mehr Geld. Und zwar vom Fernsehen. Vergessen Sie diese Ochsenknechts. Freuen Sie sich auf die neue, mega peinliche Doku-Soap. Diese Schröder-Kims. Hannovers Power-Couple hautnah und ungeschminkt. Folge 1, Gerd allein im Büro. Nachdem seine Mitarbeiter gekündigt haben, muss der schönste Kanzler aller Zeiten seine Autogrammkarten selber unterschreiben. Was für eine Demütigung. Folge 2, Gerd übt die russische Hymne. Gänsehaut. Und das emotionalste Staffelfinale, Gerd besucht sein Heimatdorf. Ich war mal hier vor ein paar Jahren, da wohnten noch die polnischen, wie hießen sie noch? Vladek. Vladek. Ja. Da ist, gibt's sie noch? Nee, die sind alle tot. Die sind alle tot? Ja. Aha, Mensch. Ja. Ja. So ist. Und Arnold auch, ne? Arnold ist auch tot. Oh ja, Mensch. Ja. Aha. Ist schon mit 65 gestorben. Oh ja, okay. Elisabeth. Ja. Auch schon tot. Ach, das alles bei diese Schröder-Kims auf RTL 3. Dem Sender für Leute, denen RTL 2 zu intellektuell ist. Ja, holt bestimmt gute Quoten. Wenn alle Ex-Frauen von Schröder das gucken, das läppert sich. Im Übrigen lenkt Schröder natürlich ganz wunderbar davon ab, dass sich auch andere SPD-Promis nicht gerade mit Ruhm bekleckert haben in den letzten Wochen. Der Fraktionschef Rolf Mützenich zum Beispiel, der kurz vor Einmarsch öffentlich den ukrainischen Botschafter Melnik angekackt hat. Warum? Melnik hatte sich erdreistet, Kanzler Scholz zu bitten, beim Besuch in Moskau ultimativ den Abzug von Putins Truppen zu fordern. Jetzt frisst Mütze natürlich Kreide. Genau wie Consuela Schwesig, die jahrelang für Nord Stream 2 gekämpft hat und sich bei Twitter rausredet mit dem grandiosen Satz, ich habe niemals ein Gespräch mit Putin geführt. Ach so, nee, dann konnte sie ja gar nicht wissen, dass das ein böser Mann ist. In MacPom gibt's ja kein Internet. Peinlicher ist wahrscheinlich nur noch das Ehepaar Wagenknecht. Der Oscar und die Sarah. LaFontaine hat noch vor 2 Wochen behauptet, die USA hätten in der Ukraine einen Umsturz finanziert, was 1:1 Putins Propaganda entspricht. Quasi Krims Märchen. Und Frau Wagenknecht gibt sich nach dem Einmarsch bei YouTube fast schon nachdenklich. Wie konnte aus jenem Putin, der einst im Bundestag geredet hat, der dem Westen umarmt hat, die Hand ausgestreckt hat zur Zusammenarbeit, wie konnte aus jenem Mann der Putin werden, der jetzt wild um sich schlägt? Ja, wie konnte aus diesem süßen Kuschelbären mit der knuffigen KGB-Vergangenheit so ein fieser Möb werden? Gut, Georgien damals, Tschetschenien, Bomben auf syrische Krankenhäuser, klar, aber sonst irre sympathisch. Ne? 3 Sekunden später war im selben Wagenknecht-Video schon wieder die NATO schuld am Krieg. Dabei ist er ja nicht in die Ukraine einmarschiert aus Angst vor der NATO, sondern aus Angst vor der ansteckenden Demokratie im Nachbarland. Es ist echt preisverdächtig, was die Frau so raushaut. Der Deutsche Comedy-Preis 2022 in der Kategorie Präziseste Vorhersage des Jahres geht an Sarah Wagenknecht. Ich meine, Russland, das ist ja relativ deutlich, haben faktisch kein Interesse daran, in die Ukraine einzumarschieren. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Der Deutsche Comedy-Preis. Lachen, bis der Russe kommt. Sarah Wagenknecht, zuletzt offen kritisiert von Gregor Gysi.
Und dann gibt es natürlich noch die traditionellen Putin-Versteher auf der anderen Seite des politischen Spektrums. Sie wissen schon, die Alternative für Russland. Alice Weidel und Tino Chrupalla lehnen Sanktionen ab und fordern stattdessen, man müsse Putin, Zitat, endlich glaubwürdige Angebote machen. Ja, ich finde auch, das hat er verdient, oder? Nach allem, was er für die Welt getan hat in letzter Zeit. Gut, Frau Weidel kritisiert wenigstens den völkerrechtswidrigen Angriff. Und das ist in der AfD nicht selbstverständlich. Ich sage nur Krim-Annexion. Das Völkerrecht ist das eine. Traditionen, historisches Bewusstsein, kultureller Hintergrund sind das andere. Und dann muss man irgendwann auch mal das Völkerrecht sein lassen. Ja, eben. Völkerrecht ist ja eher so ein unverbindlicher Vorschlag. Rechte Putin-Fans, tatsächlich ein globales Phänomen. Auch bei der sogenannten Alt-Right-Bewegung, also den Neurechten in den USA, gibt es glühende Anhänger. Die sehen Wladimir Putin sogar als Verbündeten in dem Kampf, der ihnen wirklich wichtig ist. Gerade erst offen ausgesprochen beim CPAC-Kongress, dem Jahrestreffen der Ultrakonservativen. I was at CPAC this weekend talking to conservatives and young people, and they said, yes, what's happening in Ukraine is important, but it pales in comparison to the crime I see in my streets, to the wokeness I see in my culture. Kriegsverbrechen in der Ukraine, nicht schön, aber wer stoppt endlich die schlimme Wokeness-Invasion? Diese geisteskranke Frage stellen sich Neurechte auf der ganzen Welt. So auch Dennis Knossalla, der in Deutschland gerade den entsprechenden Verein gegründet hat. Das ist korrekt, Herr Welke. Wir nennen uns Cis-Männer für Putin. Unser Vereinswappen ist die russische Fahne mit zwei gekreuzten Penissen. Wir sehen uns als letzte Verteidigungslinie, bevor auch Deutschland endgültig zu Wokestan wird. Wir sind quasi der Weckruf. Ich sage nur, woke me up before you go-go. Putin ist einer von uns, weil er eben nicht gendert, weil er noch normal ist, orthodoxer Christ und weiß. Die Welt zittert vor einem hyperaggressiven Diktator, aber eure größte Angst ist das Gendern? Ganz genau, Frau Moderatorin. Der wahre eiserne Vorhang verläuft nämlich gar nicht zwischen Ost und West, sondern zwischen Gendern auf der Trans-Toilette und echten Männern, die kacken gehen auf dem Männerklo, und zwar im Stehen. Die Frau Dr. Weidel hat das letzten Sonntag im Bundestag zum Glück mal glasklar angesprochen. Wer soll uns noch ernst nehmen, wenn wir uns wirtschaftlich und militärisch das Rückgrat brechen und uns statt mit realen Problemen mit Gender-Gaga und ideologischen Experimenten dort beschäftigen? Also statt sich zu schämen für ihre Putin-Versteherpartei, fängt die Weidel in einer historischen Rüstungsdebatte ernsthaft vom Gendern an? Das ist so ein lupenreines Ablenkungsmanöver. Das ist schon klar, dass Sie das jetzt hier sagen im durchgeschwulten ZDF, wo in den Krimis jede zweite Kommissarin eine lesbische Rollstuhlfahrerin aus Kamerun sein muss. Die wahre Diktatur ist doch die, die mich zwingt, Studierende zu sagen. Da gehöre ich spontan zu den Kotzenden. Bei der Bundeswehr heißt es bald Feldwebelin und Bootsfrau. Kuckuck! Das ist doch völliger Bullshit. Das wurde vor 2 Jahren beim Bund mal ganz kurz diskutiert und dann eben nicht eingeführt. Ruhe! Ich lass mir doch von so einem ehemaligen Bettpfannenschwenker nicht meine ganzen erfundenen Argumente zerschießen. Und wenn Sie mir nicht glauben, hören Sie wenigstens auf Deutschlands größten Militärhistoriker, Bernd Höcke. Unsere einst geachtete Armee ist von einem Instrument der Landesverteidigung zu einer durchgegenderten, multikulturalisierten Eingreiftruppe im Dienste der USA verkommen. So nämlich. Kaputt gegenderte Armee im Dienste der USA, also des internationalen Finanzju... der Banken. Aha. Aber ist die Wahrheit nicht viel profaner? Viele Rechte sind Fans von Putin, weil sie sich auch nach einem autokratischen Staat sehen, in dem einer das Sagen hat. Ja, natürlich. Das Klischee musste jetzt auch noch sein, ja? Die gute alte Nazi-Keule. Selbst ein Donald Trump nennt Putin smart und genial. Ist er auch Nazi, oder was? Machen Sie mal nur genau so weiter, Welke. Genau das, dieses den politischen Gegner immer in die gleiche rechte Ecke schieben, wird unsere Bewegung am Ende noch stärker machen. Und zwar stärker, als irgendeine Bewegung je zuvor gewesen ist. So wie es die Vorsehung... Entschuldigung? Dafür nicht. Dennis Knossalla. So, Aufnahme. Piep. Hallo, dies ist die automatische Endcard von Oliver Welke und... der Heute-Show. Leider ist das Video schon vorbei. Ihr könnt den Kanal allerdings gerne abonnieren und ein weiteres Video anschauen. Vielen Dank. So, müsste jetzt für immer reichen.